Bei uns geht es weiter nach Isfahan und ja, schaut mal, wir haben nicht das beste Wetter gewählt. Es ist ein Sandsturm hier unterwegs. Es weht irrsinnig und ja, der ganze Sand wird auch aufgewirbelt. Zeitweise sieht man gar nichts. Guten Morgen, schaut mal, was für ein Schlafplatz. Direkt neben der Hauptsehenswürdigkeit von Isfahan. Wir haben einen wirklich 1A Parkplatz hier erwischt. Es ist gleich neben diesem Hauptplatz, ganz zentral. Es war sehr ruhig. Ja, wir hatten eigentlich eine sehr gute Nacht. Und jetzt spazieren wir 2 Minuten und sind wir schon hier absolut im Zentrum angekommen. Hier in Isfahan auch ein armenischen Viertel, da befinden wir uns gerade und wir sind jetzt in der Kathedrale, ja, es gibt tatsächlich eine Kathedrale auch hier, eine armenische Kathedrale, fast 400 Jahre alt, wunderschön, volle Fresken, ganz bunt und hier drumherum sind noch über 30 Kirchen in diesem Viertel, aber anscheinend ist nur diese Kathedrale zu besichtigen. Wir wollten eigentlich die Freitagsmoschee besuchen, die älteste Moschee von Isfahan. Aber das Problem ist, es ist eine autofreie Zone und der hat uns ein bisschen weiter abgestellt, mitten in einem Bazar. Es ist Freitagnachmittag, also wie ein Sonntag bei uns und es ist hier überfüllt. So viele Leute, so viele Sachen zu kaufen. Wirklich, ja, ein magisches Erlebnis. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier in der Freitagsmoschee oder die Hamed-Moschee hier in Zentral-Isfahan. Die Moschee ist mit 20.000 Quadratmeter die größte Moschee des Landes und die ist auch schon über 1000 Jahre alt. Und das Unglaubliche daran ist, dass manche Stellen hier sogar noch original sind, so wie die zwei Kuppel. Eins hier oben, aber da sieht man jetzt nichts von hier. Und ein zweiter Kuppel auch. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, wo der ist, aber wirklich beeindruckend, dass die Sachen 1000 Jahre alt sind. Das ist hier eine Nachbildung von dem Kaaba in Mekka. Das wird eigentlich verwendet für Leute zum Üben, bevor sie nach Mekka gehen. Ich bin hier jetzt spät am Abend auf dem Naqsh-e Jahan Platz. Das ist einer der größten Plätze der Welt hier. Und es ist wunderschön. Es ist ja irgendwie so verlassen. Es ist Freitagabend, also wie ein Sonntagabend für uns in Europa. Also die Leute gehen heute, nehme ich mal an, ein bisschen früher schlafen oder früher nach Hause. Auch für die Leute hier in Isfahan ist es noch ziemlich kalt. Also ich glaube, viele Leute sind einfach schon nach Hause gefahren und ja, ich bin hier quasi alleine auf dem Platz und es ist wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Doch empfehlenswert, hier nicht mit dem Wohnmobil zu sein, oder? Auf jeden Fall. Wir haben eine coole App entdeckt, das ist so wie Uber, aber Uber ist hier blockiert. Aber eine iranische App, um sich so ein Taxi zu holen, heißt Snap. Also in den Stoßzeiten muss man schon aufpassen, weil gestern habe ich das probiert
Freitagabend, es war 6:30 und ja. Ich habe 5-6 Mal probiert und jedes Mal hat er geschrieben, dass keins verfügbar ist. Ja. Und ja, in den Stoßzeiten ist es schon sehr schwer. Aber so tagsüber oder am Abend funktioniert das ganz einwandfrei. Wir spazieren jetzt auf der Abbasstraße, das ist eine Fußgängerzone, die ist 2 Kilometer lang und wie ihr da sehen könnt, sind da so überall diese Food Trucks oder eben Drink Trucks, wo man Kaffee und Tee trinken kann auf der Straße. Wirklich schön, im Moment ist noch ein bisschen verlassen, es ist noch kein Sommer, aber anscheinend, wenn es ein bisschen wärmer wird, ist das hier überfüllt. Wir sind hier in der wahnsinnig beeindruckenden Schachmoschee, die liegt auf der südlichen Seite von dem Hauptplatz hier in Esfahan. Und diese Moschee ist 500 Jahre alt und die wurde noch nie zerstört. Es ist unglaublich, all diese Teile sind Originalteile, 500 Jahre alt. Wunderschön und ein Must-Stop, wenn ihr in Esfahan seid. Schaut mal, Nick, das habe ich im Google gefunden, hat wahnsinnig gute Reviews. Ah, wirklich? Also das würde man gar nicht erkennen, ist so ein verstecktes Restaurant. Aber schaut mal, die ganzen Einheimischen gehen da rein und da gehen wir jetzt auch mal rein. Hier ist der Name vom Restaurant, Sharzat. Und das ist mal ein Blick in die Karte. Das ist ein traditionelles Gericht hier aus Isfahan, heißt Biryani. Yes, lamb meat is cooked first and then fried after that. First cooked and then smashed and then fried. Okay. Lammfleisch zuerst gekocht und dann frittiert. So schaut es aus. Nick, was hast du bestellt? Ja. Ich habe vergessen, was es ist, aber... Es ist Fleisch mit Walnut, mit Walnussreis und mit so einer Granatapfelsoße. Ah, lecker. Also ja, ganz besonders. What's the name? Pesenjan. Nicholas and Pesenjan. Heute sind wir in Kashan, das ist eine Stadt zwischen Isfahan und Teheran und normalerweise wird einfach übersprungen von Touristen, aber die hat ein paar schöne Schätze zu verstecken. Thank you.
Ich würde sagen, ein Stopp hier in Kashan ist absolut lohnenswert, wenn ihr die Zeit habt, einfach durch den Bazar zu spazieren. Es gibt hier überall solche alte Hallen mit wunderschönen Kuppeln, wie ihr da oben seht. Es ist wirklich schön, so gemütlich. Man kann hier überall einen Chai trinken, einen Tee trinken, irgendwo auf einem Platz in einem Kaffeehaus. Es ist echt angenehm. Gibt es verschiedene traditionelle Häuser, die sind so alle 130 bis 150 Jahre alt. Jetzt bin ich hier in dem Burujerdi-Haus und ja, schaut mal mit mir, wie schön und vor allem prunkvoll das hier ist. Hier sind wir in dem anderen Haus, das heißt Tabatabeis Haus, und das soll noch prächtiger sein als das vorige. Also ich bin gespannt. Pizza Margarita mit einem Sesamrand. Und hier Champignon-Pizza auch mit Sesamrand. Ist lecker, Anna. Wie findest du die Pizza? Sehr lecker. Die wird hier ganz anders gemacht, oder? Mhm. Auch so ein, hier so ein Cheesy Crust, also in der, im Rand mit Käse gefüllt. Und hier oben ist das Gemüse am Käse und da unten, da ist das Fleisch. Genau, die meinen, das ist Italian Pizza. Gut, für die Leute, die noch nie in Italien waren, die glauben das vielleicht, aber für mich ist es Persian Pizza, aber sehr lecker. Ich finde die viel leckerer als die Italien ja, Pizza, schon, oder? Ja. Guten Appetit, Kinder. Ja, unglaublich. Also vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen haben wir noch geschwitzt, waren wir im Meer schwimmen, festgesteckt auf der heißesten Ort. Ja, in der Wüste, ja. Und jetzt wieder sowas. Also, da bist du noch im Auto gesessen mit voll aufgedrehter Erde, ja, oder? Ja, genau, es war mir zu heiß und jetzt haben wir so etwas. Also, ja, jetzt ist sowas, ja, zurück dann in die Realität, genau, oder? Genau, das kann sich schnell ändern. Da sind wir jetzt in Urmia angekommen, ja, an der Polizeistation. Genau. Denn bevor man ausreist, muss man die Kennzeichen wechseln. Genau, ich habe die wieder vom Lager geholt, um es so zu sagen. Und ja, jetzt ist Zeit, die wieder zu wechseln. Wie ist das? Also man muss zu einer Polizeistation. Warum? Warum kann man die nicht einfach selber wechseln? Ja, also das ist einfach zu checken, ob man Strafen gesammelt hat hier während des Aufenthaltes. Und von der Polizei kriegt man dann eine Bestätigung, dass man keine Strafen hat oder dass man die eben bezahlt hat.
und dann kann man das Land verlassen. Und mit dem, das muss man an der Grenze bei der Ausreise genau. Sonst kommst du nicht raus. Genau. Na dann los. So, offiziell, das war's mit unserem Iran-Abenteuer und jetzt ab zu der Grenze. So, langsam geht jetzt unsere Iran-Reise zu Ende. Schaut mal, es sind bloß 5 Minuten oder 4 Kilometer bis zu der Grenze. Wir wollten hier noch schnell voll tanken. Man muss nämlich bei der Ausreise aus Iran eine Dieselsteuer bezahlen. Die ist unabhängig von, ob dein Tank leer ist oder voll ist. Da haben wir uns gedacht, gut, dann tanken wir nochmal nach. An der vorigen Tankstelle hat uns der Tankwächter nicht gelassen, hat gesagt, das ist illegal. Und hier bei der Tankstelle neben der Grenze konnten wir auch wieder nicht tanken, weil die kein Diesel haben. Ja gut, was sollen wir machen? Jetzt suchen wir mal so einen Schmuggler, der uns den Diesel verkauft. Das ist nicht, was wir sehen wollen. Das Tor der Türkei schließt sich wieder. So, das Tor in die Türkei ist aufgegangen. Willkommen zurück! Genau, jetzt sind wir offiziell wieder in der Türkei und weg vom Iran. Also das hat jetzt eine Weile gedauert, oder? An der Grenze? Ja, genau. Stolze 4 Stunden oder sogar mehr. Der X-Ray müssten wir machen in der Türkei. Den Röntgen, genau. Und eigentlich alles mit dem Fahrzeug, weil ihr wart schnell da, nur als Passagier, das war schnell vorbei. Aber das Fahrzeug dauert immer sehr, sehr lange. Wow, wir haben wieder das Glück, in diesem Wetter hier zu sein. Ich hoffe, es wird nicht so sein, wie als wir von der Türkei nach Iran gefahren sind. Uiuiui, was? Wir sind hier auf 2200 Meter Höhe. Nikolas holt doch die Schneeketten raus, weil es extrem rutschig ist. Tag 2, weiter geht's Richtung Van, Kayseri. Ja. Und schließlich Ankara, oder? Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute alles schaffen werden. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir auf jeden Fall, die Landschaft ist wunderschön. Die weißen Berge sind wieder da. Die Sonne ist wieder da. Also kein Schnee heute, hoffentlich. Keine Schneeketten. Und einfach Landschaft genießen.